Die Nachricht kam um 10 Uhr am Freitagmorgen und sie ist hier am Osterdeich, direkt am Bremer Weserstadion, eingeschlagen wie eine Bombe. Denn der SV Werder Bremen hat wieder einen deutschen Nationalspieler. Marvin Duksch heißt der gute Mann, seines Zeichens Stürmer. Und der ist am Morgen von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Länderspiele gegen die Türkei und Österreich in den DFB-Kader berufen worden. Erstmals in seiner Karriere und da natürlich vorweg einen herzlichen Glückwunsch, denn das ist kein Zufall, dass Duksch diese Ehre zuteil wird. Das hat er sich mit guten Leistungen und vor allem mit einer guten Quote nicht nur in der bisherigen Saison, sondern wenn wir den Blick schweifen lassen, in den vergangenen Jahren durchaus erarbeitet. Natürlich war es heute Morgen trotzdem eine Art Überraschung, denn zwingend damit gerechnet, dass Duksch dabei sein würde. Wir denken nur an die große Qualität, die Nagelsmann in der Offensive zur Verfügung hat, hat sicherlich niemand. Umso größer war die Freude beim Spieler selbst und auch bei seinen Teamkollegen. Marco Friedl hat sich auf dem Trainingsplatz eben hier bei Werder sogar veranlasst gefühlt, die deutsche Nationalhymne anzustimmen. Und der war, so viel sei verraten, erstaunlich textsicher. Und Duksch selbst, der hat sich natürlich auch zu Wort gemeldet. Da waren ein paar Minuten erst vergangen seit der Nachricht der Nominierung. Da hat Werder schon eine Sprachnachricht mit einem Statement von Duksch verbreitet. Und der hat Folgendes dazu gesagt. Ich glaube, dass man merkt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und ja, ganz klar, dass ein Traum in Erfüllung gehen wird. Du sagst, es ist das so ein Kindheitstraum, wirklich? Ja, absolut. Ich glaube, höher kann man nicht kommen im Fußball, wenn man für sein eigenes Land spielen darf. Und deswegen glaube ich schon, dass da so ein kleiner Kindheitstraum in Erfüllung geht. Ja, dass der sich freut, Marvin Duksch, schon sogar von einem Kindheitstraum spricht, das ist selbstverständlich nur bestens nachvollziehbar. Kann man sich gut vorstellen, dass für den gerade heute wie Weihnachten und Geburtstag auf einen Tag gefallen ist. Und ja, wie er dann in der Nationalmannschaft seine Rolle finden wird, das bleibt natürlich abzuwarten. Julian Nagelsmann hat in seinem Statement schon gesagt, das geht wohl eher so in Richtung Joker, was auch irgendwie zu erwarten ist bei den anderen Namen, die da in der Offensive rumrennen. Da wirbelt man als Trainer nicht sofort die ganze Hierarchie da vorne durcheinander. Aber interessant wird es natürlich, wenn Duksch und Füllkrug tatsächlich gemeinsam auf dem Platz stehen sollten. Die beiden hässlichen Vögel, wie die Stürmer sich einst zu Bremer Zeiten selbst genannt haben, die Werder in die erste Liga zurückgeschossen und auch dort überzeugt haben. Füllkrug jetzt bei Dortmund, Duksch weiterhin bei Bremen. Die beiden, diese Vögel mit dem Adler auf der Brust wieder vereint. Fast schon zu kitschig, die Geschichte, um wahr zu sein. Aber es stimmt und vielleicht sehen wir genau das schon in wenigen Tagen. Alles in allem für Marvin Duksch also ein absoluter Tag der Freude, dieser Freitag. Und das führt mich jetzt zu einem kleinen Hinweis in eigener Sache, denn auch für uns Deichstube ist das heute ein besonderer Tag, denn unser Buch ist erschienen. Ich zeig das mal kurz. Unser Leben mit Werder-Fans erzählen heißt das gute Stück, im Werkstattverlag erschienen, geschrieben vom Autor Daniel Schalz, der darin mit uns gemeinsam Fangeschichten zusammengesammelt und er dann wunderbar aufgeschrieben hat. 192 Seiten stark ist das gute Stück, ab sofort im Handel. Also wenn ihr noch nach einem Weihnachtsgeschenk für Papa, Oma, Tante oder für euch selber sucht, schlagt da gerne zu. Wärmstens empfohlen, unser Leben mit Werder, das neue und überhaupt erste Buch der Deichstube.